Banken. Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Stadt Basel. Ich bin Flavia Meyer und ich leite in der Fondation Bayerlo das Projekt ArtLab. Die Jugendlichen bekommen einen Blick hinter die Kulissen. Sie dürfen Gespräche führen mit Museumsmitarbeitern und tun sich mit der aktuellen Ausstellung Kandinsky, Mark und der blaue Reiter auseinandersetzen. Auf dem einen Tisch kann man die Hinterglasmalerei ausprobieren. Bei diesem Tisch hier kann man den Linolschnitt, die Drucktechnik ausprobieren. Und auf dem dritten Tisch hat man die Möglichkeit, sich in die Literatur der Künstler von damals zu vertiefen. Die Jugendlichen dürfen auch allein ins Museum gehen und vor der Original skizzieren. Ich bin hier dabei, weil mich das Museum sehr interessiert. Und es gibt nur selten Gelegenheit, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und auch mit Kuratoren zu reden oder mit anderen kunstinteressierten jungen Leuten. Die jetzige ArtLab-Gruppe tut das Programm der Museumsnacht in der Fondation Bayerlo mitbestimmen. Dank Swisslos und anderen können wir das Projekt ArtLab realisieren. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.